Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal MK Design. Mein Name ist Maxi und heute bauen wir aus diesem schönen Eichenbrett eine neue Wohnzimmerlampe. Viel Spaß dabei! So, im ersten Schritt werden wir jetzt hier von dem Brett die Rinde abmachen, hier die Borke abmachen und auch so ein bisschen dieses Ausgefranst hier. Das muss einmal weg. Das machen wir jetzt als erstes mit einem Stechbeitel und dann gehen wir mit so einer Drahtbürste für einen Akkuschrauber einmal hier über die Kanten. Dabei nimmt man auch gleich so ein bisschen den Dreck daraus und spart sich so ein bisschen das Schleifen. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus danach. Let's go! Durch diese Drahtbürste, durch das Bearbeiten, bekommt man hier so eine richtig schöne Maserung raus. Das heißt, wenn man hier mit der Maserung drüber zieht, das heißt in dem Fall in diese Richtung, dann kommt da so eine richtig schöne Textur bei raus. Und das möchte ich jetzt einmal an der kompletten Kante entlang machen. Blöd sind nur hier zwei Stellen, diese hier und auf der Seite. Und die versuche ich jetzt einmal mit dem Schleifer rauszuschleifen, dass das glatt ist. Und dann gehe ich wieder mit der Stahlbürste hier drüber, um diese Textur rauszukriegen. Da will ich jetzt einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert oder nicht. Wenn es funktioniert, wäre natürlich geil. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ja, genau. Die Oberfläche der Lampe, die werde ich jetzt einmal mit dem, mit dem Elektrohobel behandeln. Das ist die Oberseite, das heißt, die wird man danach im Nachhinein sowieso nicht wirklich sehen. Ich nehme jetzt trotzdem einmal, ich glaube, 0,2 mm nehme ich jetzt einmal ab von dem Ding. Dass es ein bisschen schöner aussieht, dass es ein bisschen flacher ist und dass es halt ein bisschen behandelt ist. Und dann drehen wir das Ganze um und behandeln dann die sichtbare Unterseite von der Lampe sozusagen. Gut. So hört es im Prinzip mit dem Handhobel über das Brett rüber, bis dass der im Prinzip gleichbleibend das gleiche Geräusch bringt. Das heißt, dass der im Prinzip über die gesamte Fläche die ganze Zeit Material abbringt. Säge sägt, dann achte darauf, dass hier beispielsweise der Motor ist. Wenn ich jetzt säge, meinetwegen, mal angenommen, ich säge so, dann ist der Motor hier im Weg und es kann sein, dass es mit dem Schraubzwinger nicht passt. Deswegen achtet da vorher drauf, bevor ihr das festzieht. Ich muss jetzt leider einfach ausprobieren, ob es funktioniert oder nicht. So, der nächste Schritt ist jetzt, die Downlights einzusetzen. Dafür nehmen wir einen Lochkreisschneider. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Bohrer, wo so ein Aufsatz drauf ist. Da kann man hier verschiedene Größen einstellen. Kann man einfach rausnehmen und dann im Prinzip andere Größen einsetzen. Und für die Downlights, die ich jetzt hier habe, das sind diese hier, passt der hier ziemlich genau drauf. Und damit werden wir jetzt drei Löcher bohren. Näher aneinander. So ungefähr. Ich kann einfach die Kabellänge messen. Das Kabel hat eine Länge von 50 cm und das zweite hat eine Länge von, ich meine 50 cm, von 50 cm. Das heißt, wir werden einen Abstand zwischen den Lichtern von 50 cm haben und dann richten wir das noch passend auf.
Datumlaut habe ich jetzt gerade schon einmal eingesetzt. Die anderen lege ich jetzt einfach nur mal auf, um das zu verdeutlichen. Und zwar die Kabelführung wird jetzt folgendermaßen laufen. Wir ziehen die hier raus, dann hier eine gerade nur drüber fräsen, hier ein kleiner Anschluss und da ein kleiner Anschluss. Das heißt, dass das Kabel zum Schluss so hier drauf aufliegen wird. Von da nach da und hier. Und hier kommt dann der Anschluss hin, wo dann das Kabel hochgeht an die Deckenleitung, an die Zuleitung, wo man dann im Prinzip beim Schalter an- und ausschalten kann. Die Steckdose, die ich einbaue, die kommt nach hier hinten hin. Das heißt, hier muss noch ein kleines Stück Kabel dran, das hier hinten an die Steckdose rangeht, damit ich da dann im Prinzip die Lichtleiste, die hier noch einmal von da nach da und von da nach da eingefräst wird. Und das Geile ist, das ist eine Doppelsteckdose. Das heißt, man kann beispielsweise in der Weihnachtszeit noch eine Lichterkette drüber schmeißen, hier und das mit anstecken. Oder einfach nur ein Handyladekabel oder. Das heißt, wenn man am Tisch mal Strom braucht, bekommt man den hier oben raus. So, für die Kabel haben wir jetzt schon einmal hier so eine Vorrichtung aufgelegt, damit wir das fräsen können. Da das hier jetzt ein Fräser ist, der nicht zum Eintauchen ist, müssen wir jetzt einmal an der Stelle hier ganz leicht das Loch vorbohren. Dafür nehme ich einen Bohrer, der ungefähr den gleichen Durchmesser hat. Und dann können wir das ansetzen, runterdrücken und fräsen. Wenn es bei euch funktioniert, das funktioniert jetzt leider nicht, weil der Absaugstutzen nach hier rausgeht und dann im Weg wäre. Nehmt eine Absaugung, weil das produziert ganz schön viel Staub bzw. Sägespäne und dann setzt sich die Nut zu, die ihr fräsen wollt. Und das ist blöd. Also wenn ihr es habt, wäre es besser, wenn ihr eine Absaugung mit dran machen könnt. So, jetzt bohren wir hier einmal das Loch vor. Die soll jetzt hier ungefähr hin. Das heißt, wir müssen hier einmal die Nut, die ich gerade gezogen habe, noch einmal bis hier drüben hinziehen, verlängern. Das heißt, das werden wir jetzt noch einmal fix fräsen. Das muss noch ausgefräst werden. Das kommt noch weg. Weil der Fräser relativ wenig Kraft hat im Vergleich, nehmen wir jetzt erst einen Topfbohrer, bohren hier drin vor und fräsen dann den Rest noch aus, dass wir das Ganze hier nicht mit dem Fräser ausfräsen. So, ausgefräst, ausgehöhlt. Zack, passt super gut rein. Das Geilste ist, die Abdeckung oben drüber, bam, man sieht gar nichts mehr davon. Das Kabel geht rein und dann ist das weg. Das heißt, 1A ausgefräst. Jetzt können wir hier die Kanten noch einmal fasen und dann können wir das Ganze schon verkabeln. Das heißt, nein, es fehlt noch die ganze Nut für die LED. Naja, ich fräse jetzt die Nut für die LED-Leiste. Das sieht so geil aus. Ey, es ist so schön, ne? Es ist so ein wunderschönes Projekt. Ich bin so glücklich darüber. Oder? Mhm. So, ich nehme jetzt mir ein Küchenhandtuch, nachdem ich hier einmal drüber geschliffen habe, und werde das nass machen und damit im Prinzip jetzt übers Holz gehen, um die Poren aufzustellen, damit ich die dann im Nachhinein wieder runterschleifen kann. Das hat den Vorteil, dass wenn ich schleife und dann das Finish auftragen will, dass sich dann die Poren aufstellen. Jetzt nehme ich das sozusagen vorweg, stelle die Poren einmal auf, schleife die wieder runter und kann dann das Finish auftragen, ohne dass sie sich von vorne wieder aufstellen.
Man merkt schon einen echt krassen Unterschied zwischen hier und hier, wo noch kein Wasser drauf ist. Wir haben gerade das dritte Mal mit Wasser nass gemacht und geschliffen. Das ist jetzt schon ziemlich, also sehr, sehr smooth. Das ist schon ganz geil. Wir machen es noch einmal und gehen dann von 120er Schleifpapier auf 240er und schleifen dann ein letztes Mal mit 320er, um dann im Prinzip das Finish auftragen zu können. So, als Finish verwende ich jetzt hier so ein Leinöl-Firnis. Das macht das Holz einfach noch ein bisschen, das lässt die Maserung so ein bisschen rauskommen. Erst die Oberseite, dann können wir es nämlich umdrehen und hier drauf ablegen. Dann machen wir die Sichtseite. Jetzt die Downlights ein. Dafür drehen wir das Brett nochmal um und können jetzt von unten einsetzen. Die haben hier für Rigipsdecken, haben die hier diese Klammern, die können wir jetzt auch wieder benutzen. Wenn wir die einsetzen, müssen wir darauf achten, dass hier, wo der Anschluss später ist, für das Stromkabel, dass die im Prinzip direkt hier an der Stelle sitzen, wo dann die Kabel lang geführt werden. Das heißt, das ist jetzt von unten hier ein. Zack, dann kann ich die von hier oben einmal ausspreizen. Und dann kann ich sie zack und zack einklicken. Und jetzt sind sie richtig schön flach anliegend ans Holz. Setzen wir die anderen ein. Die LEDs müssen ja parallel geschalten werden. Das heißt, wir gehen im Prinzip mit einem Kabel in die LED rein, Punkte und gehen dann wieder mit dem nächsten Kabel zum nächsten. Das heißt, wir müssen die hier so ein bisschen zusammen machen und damit das hier besser hält, nehme ich mir jetzt einen Lötkolben und mache da ein bisschen Lötzinn zwischen, dass ich das im Prinzip nicht auseinanderziehen kann, damit sich kein Kurzschluss oder sowas oben in der Lampe dann entsteht. Hängt, wie man sieht. Sie gefällt mir sehr, sehr gut. Das ganze Projekt hat mir sehr gut gefallen. Ich habe viel dazu gelernt in Richtung Holzbearbeitung, sei es das Fräsen mit dem Fräser oder beispielsweise das Hobeln. Das war das erste Mal, dass ich mit so einem Elektrohobel gearbeitet habe. Und dafür, finde ich, ist das Endprodukt sehr, sehr gut gelungen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn euch meine anderen Videos gefallen, abonniert gerne meinen Kanal
Und ja, damit bin ich raus heute. Ciao.